mit deiner Essenz. Hephaistos? Phoenix hoffte, dass Hephaistos in der Halle der Götter war. Bist du? Als ich aus dem Gewölbe kam, dachte ich schon, es wäre was passiert. Es ist immer etwas passiert. Etwas Schlimmes. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe vielleicht geholfen. Du hast meinen Flügelhelm und die Sandalen gefertigt. Ich habe dich gerettet und hergebracht. Damit sind wir wohl quitt. Er glaubt, wir kennen uns. Spiel einfach mit. Ja, deine Sandalen. Wie schön, dass du sie magst. War ein Versuch. Hast du seine Essenz gefunden? Sicher, dass du bereit dafür bist? Es ist nie etwas Schlimmes passiert. Warum sollte es jetzt anders sein? Des Erfindens. Leihe mir dein Schwert, dein Speer, deinen Pfeil. Vertreibe das Dunkel. Leuchte uns den Weg. Willkommen zurück, alter Freund. Alles klar, Großer? Ich erinnere mich an alles. Das braucht Zeit. Ich wollte dich noch was fragen. Wie konntest du eigentlich ohne Erinnerung Hinweise zu Typhons Gewölbe hinterlassen? Nicht sein Gewölbe. Meins. Ich habe so gelitten. Ich war so müde. Bevor Typhon kam, habe ich meine innere Zerrissenheit oft mit Hilfe von Pandoras Büchse in das Gewölbe gesperrt. Ich hatte ein System. Mit den Hinweisen fand ich meinen Weg zurück. Ich war wehrlos, als mich Typhon fand. Dieses Monster hat mich in einen Automaten verwandelt. Und ich fand es gut. Weil Automaten nichts fühlen. Aber mit Hilfe deiner Hinweise hättest du deine Essenz selbst zurückholen können. Seropes und Bontes, meine Gehilfen, hintergingen mich. Sie stahlen und verbrannten den ersten Hinweis, durch den ich die Feuer der Schmiede entzündet hätte. Nein, nichts ist so bitter wie die Ironie. So sorgten sie dafür, dass ich in meinem Gefängnis blieb. Ich kenne diesen Namen. Das sind legendäre Kyklopen. Wenn ich sie finde, werden sie für ihre Taten bezahlen. Gut. Sie haben meine Rüstung gestohlen, an der ich gearbeitet habe. Sie gehört dir. Und ich schulde dir auch noch etwas. Das wirst du brauchen für das, was wir als nächstes vorhaben. Wir müssen etwas stehlen. Oh ja! Um die Hoffnung vor der Unbeholfenheit und dem Schmerz der Sterblichen zu schützen, verbarg Zeus sie bei meiner Schmiede. Dort, hinter einer verschlossenen Tür, wartet sie. Wir müssen sie befreien. Wenn es um einen Raub geht, bin ich dabei. Der Schlüssel ist in einem Schrein im Nordosten der Schmiedelande. Lass mich raten, unter der Fußmatte? Ein wirklich gutes Versteck. Aber selbst wenn wir den Schlüssel und die geheime Kammer nahe der Schmiede finden, wie befreien wir die Hoffnung? Gemeinsam. Die Büchse ist bereit für ihre Aufgabe.
Möge dich das Licht von 1000 Schmieden leiten.